Vom Wirt sebald gar hing, habt's wie schon was gehört. Der wohl bekannteste Garchinger Bürger dürfte der Wirtssohn und Metzgerknecht Josef Wasserburger, besser bekannt als der Wirt Sepp als Garching, gewesen sein. Er wurde 1788 in Garching geboren, starb 1857. Er war ein altbayerisches Original, Volkssänger und ein meisterhafter Zitherspieler, der bis zum heutigen Tage eine Berühmtheit ist. Garching ist der Wirt Seppal, meint man, aber weit gefehlt. Garching hat eine lange und spannende Geschichte, die weit zurückreicht in unserer bayerischen Heimat und der Besiedelung des landschaftlichen Raumes an der Alz. Wie selten in der Geschichte eines Ortes sind aus allen Epochen eindrucksvolle Denkmäler durch archäologische Funde und schriftliche Überlieferungen erhalten. Die geografische Lage des Alztales mit seiner seltenen Nord-Süd-Ausrichtung begünstigte den Handels- und Warenverkehr zwischen Alpen und Donau seit der Frühzeit. Bereits die keltischen Händler wanderten hier mit Salz und Eisenbarren im Gepäck auf bekannten Steigen, die später auch von den schweren Fuhrwerken der mittelalterlichen Salzfertiger verwendet wurden. Als dann 1027 Kaiser Konrad II. Den Hartwald an das Kloster St. Peter zu Salzburg schenkte, konnten die Kolonisten des Klosters das Gebiet, über das sich heute das Gemeindegebiet erstreckt, urbar machen und wahrscheinlich schon eine feste Brücke über die Alz errichten, die später zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Bayern und Salzburg führten. Mit dem Erhardinger Vertrag von 1254 wird Garching erstmals als Gofrichingen endgültig bayerisch.